Dankeschön. Guten Abend, mein Name ist Hirschhausen, ich bin Arzt, ich werde Sie gut behandeln. Ich bin unterwegs mit einem Kabarettprogramm über alles, was glücklich macht, das heißt Glücksbringer, und hier möchte ich gleich warnen vor Glückstee. Kennt das jemand? Glückstee, ein Teufelszeug, ja? Es geht dir schon schlecht, nimmst extra 3 Beutel auf die Tasse, nimmst einen Schluck, nichts passiert. Noch einen Schluck, immer noch nicht glücklich. Der Tee ist kaputt, du denkst, den bringe ich zurück, ich lasse mich doch nicht verarschen. Wo verdammt nochmal ist der Kassenzettel für die Reklamation? Du bist auf 180. Durch Glückstee. Noch ein Beispiel. Ich hatte mal einen freien Abend und dann dachte ich, ich wollte einen richtig guten Abend haben und erinnerte mich noch, ich habe noch aus dem Reformhaus eine Schachtel guten Abend Tee. Hab eine Kanne davon getrunken, bin sofort eingeschlafen. Wer bitte stellt sich so einen guten Abend vor? Nichts über Nebenwirkungen auf der Schachtel, da sollte stehen, scheiß langweilig Abendtee, das wäre eine faire Bezeichnung für das Zeug, ja? Ich dachte, aufgießen, es klingelt, dann kommen Kumpels mit Sekt und Frauen und Musik, nichts davon ist passiert. Etikettenschwindel, das ging ja los mit Yogi-Tee. Kennt ihr noch Yogi-Tee? Yogi-Tee, ein geheimnisvolles Gebräu, fernöstliche Mystik. Und dann musstest du da 20 Minuten vor dich hin kochen und dann ganz kompliziert mit Milch und Honig und so. Dafür sollte es direkt zur Erleuchtung führen. Ja? Ich habe in der Küche extra mal das Licht ausgemacht. Geleuchtet hat er gar nichts. Was kam dann? Dann kam grüner Tee plötzlich in Mode. Ja? Grüner Tee, so gesund und so bitter. Boah! In Todesverachtung habe ich das Zeug runtergekippt. Ja, für die Gesundheit musste ich halt auch quälen. Bis mir jemand endlich sagte, du darfst da kein kochendes Wasser drauf tun. Das Wasser muss abkühlen bis 70 Grad und dann sind auch nicht so viele Gerbstoffe da drin. Ja, toll, danke schön. Für meinen Magen kommt das jetzt zu spät, der ist total gegerbt. Ich glaube, von innen sehe ich so ein bisschen aus wie Uschi Glas von außen. Was kam dann? Was ist heute die große Mode? Rooibosch. Rooibosch? So ein koffeinfreies Gestrüpp, was sonst nicht viel zu bieten hat. Und deswegen tut man Düfte dazu, ja? Mehr Düfte, als es überhaupt in einem Duty-Free-Shop gibt, ja? Es gibt zum Beispiel Rooibosch Piña Colada. Piña Colada ist ein geiler Cocktail. Da denke ich, Alkohol, Exotik, auch ein Hauch Erotik. Was kriegst du? So eine rote Brühe, in der so ein Fetzen vertrocknete Ananas um die Wette schwimmt mit einer vereinzelten Kokosraspel. Ja? Rooibosch Piña Colada knallt sowas von überhaupt nicht. Ja? Also nicht in den Kopf, nur in die Blase. Von wegen einen im Tee haben. Ja, vergiss es. Mir ist aufgefallen, Teetrinker sind so ein bisschen lustfeindlich unterwegs und vor allen Dingen sind die entscheidungsschwach. Kennt ihr das? Teetrinker haben immer verschiedene Tees zu Hause. Kaffeetrinker haben einen Kaffee. Den gibt es morgens, nachmittags, abends. Da gibt es keine Diskussion, kein Vertun. Tee ist immer irgendwie Diskussion. Ah, welchen sollen wir denn nehmen? Das soll die Gruppe entscheiden. Mann! Und die Entscheidung ist ja noch viel schwieriger geworden, seit es so viele verschiedene gibt, ja? Jeder schlechte Drogerieanbieter hat inzwischen so getrocknete Pflanzenreste im Angebot, aber tut so, als wären das Gefühle zum Aufgießen. Instant Glückseligkeit. Was macht wirklich glücklich? Zum Beispiel Bewegung. Was gibt es? Fitness-Tee. Fitness-Tee? Kein Tee kann dich fit machen. Tee kann nicht laufen, Tee kann nur ziehen. Fitness-Tee macht fit unter einer Bedingung. Du wohnst im 5. Stock und die einzige Toilette ist über den Hof. Ohne Fahrstuhl. Ja, so sieht's aus. Dann macht Fitness-Tee auch fit, aber das schafft auch einen Kaffee. Aber jetzt muss ich mal fair bleiben, es gibt tatsächlich einen Tee, der macht glücklich. Das ist der Tee in Jugendherbergen.
Warum? Du hast dich den ganzen Tag angestrengt, hast eine Radtour gemacht, eine Wanderung und abends ist das ein köstliches Getränk. Woran liegt es? An der Selbstüberwindung, an der Überwindung des inneren Schweinehundes. Aber natürlich wollen wir alle direkt zum Glück, ohne Überwindung, also ohne Anstrengung. Wo gibt es Jugendherbergstee zu kaufen? Ich habe überall gesucht. Keine Chance. Im Internet, eBay, nirgends zu finden. Ich habe einen Jugendherbergsvater bekniet, sag mir das Geheimnis. Und das muss wirklich unter uns bleiben. Du brauchst für die Zubereitung von Jugendherbergstee keine Beutel. Du brauchst auch gar keinen Tee. Das Geheimnis ist die Kanne. Die Kanne ist der heilige Gral der Jugendherberge und wird Generation an Generation weitergegeben. Und immer nur ganz vorsichtig und nur von außen gereinigt. Über die Jahrhunderte bildet sich innen eine Substanz, die nennt man Teestein der Weisen. Heiß Wasser drauf, zack, verwandelt es sich wie in einer Zauberkanne. Zack, ist es Jugendherbergstee. Chemisch von Wasser nicht zu unterscheiden, aber Jesus sagte bereits, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Die Wirkung ist durchschlagen, ein Schluck und du gehst freiwillig um 10 ins Bett. Welches Getränk der Welt schafft so etwas? Jugendherbergstee ist für mich die Quintessenz des menschlichen Glücks. Er enttäuscht uns nie. Du erwartest nichts und das bekommst du.